Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Juli 2017. Ich bin Antonia Langsdorf und führe euch durch die Konstellationen. Ihr Lieben, gute Nachrichten. Liebesplanet Venus geht am 5. Juli in euer Zeichen Zwillinge und so, dass ihr viel Charme und Liebenswürdigkeit ausstrahlt. Trotz der kosmischen Spannungen könnt ihr viel Heiterkeit und Lebensfreude verbreiten und eure Freunde und Bekannten können es gebrauchen. Übrigens gibt es auch diesmal wieder was zu gewinnen. Bleibt dran bis zum Ende des Videos, wenn euch das interessiert. Schauen wir jetzt in eure Konstellationen. Erstmal in den Hintergrund des Erlebnisses, also in den langfristigen kosmischen Hintergrund. Viele von euch wissen ja schon, dass ihr mit einer Spannung zu Neptun zu tun habt. Der steht hier für euch im 10. Sonnenhaus und bildet eben eine Spannung auf die Zwillinge-Sonne. Ist nicht ganz einfach, denn unter diesem Einfluss geht es immer wieder um Wahrhaftigkeit, darum, ob man wirklich sagt, was man denkt oder auch wenn man Leute kennenlernt, ob die vielleicht sagen, was sie denken, ob es vielleicht in einer Beziehung noch Dritte gibt, die da beteiligt sind. Zumindest was ihr tun könnt, um da ein bisschen die Spannung rauszunehmen, ist eben einfach, dass ihr von euch aus ehrlich seid und dass ihr sagt, was ihr wollt und dass ihr vielleicht auch nicht leichtfertig Dinge zusagt, die ihr vielleicht nicht einhalten könnt. Und dieses Quadrat, das ist ja schon ganz lange, wirkt das schon auf die Zwillinge ein, bringt auch eine sehr starke Fantasie mit sich, das muss man auch sagen. Das erhöht auch eure Ausstrahlung durchaus, ne? Aber es ist eben wichtig, dass ihr ehrlich bleibt. Und das spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 2. bis 7. Juni. Und fast zeitgleich, also auf die Geburtstagskinder vom 2. bis 9. Juni, wirkt jetzt auch Jupiter ein, der wiederum in einem günstigen Aspekt zu eurer Sonne steht, ja auch schon eine ganze Weile, steht super, super, super schön für euch im Haus der Sexualität und Lebensfreude. Ist ja jetzt auch schon eine ganz lange Phase und das bringt viel Genuss trotz eventueller Probleme und vor allen Dingen sorgen diese Konstellationen auch dafür, dass ihr ein enormes Charisma habt und selbst wenn ihr mal in irgendeine Bredouille geratet, kann man euch einfach nicht böse sein. Wie gesagt, diesen Monat für die Geburtstagskinder vom 2. bis 9. Juni. Dann habt ihr noch eine sehr interessante Konstellation mit der wilden Göttin Lilith. Die steht jetzt gerade am Beginn der dritten Dekade und steht für euch im Partnerhaus. Das bedeutet für Zwillinge Männer, dass sie sehr interessante, spannende und auch vielleicht abweisende Frauen kennenlernen, die sie dann umso mehr anspornen, sie zu umgarnen und zu beflirten. Und für Zwillinge Frauen bedeutet es erstens, dass sie in Kontakt mit der inneren Göttin kommen können, durch Erlebnisse, vielleicht auch mit Frauen. Es kann aber auch bedeuten, dass es eine Konkurrentin gibt, wenn ihr in einer festen Beziehung seid, dass da vielleicht eine Frau auftaucht, die euch gefährlich werden könnte. Und da müsst ihr dann wirklich auch aufpassen und euer Terrain verteidigen, je nachdem. Und auch da könnt ihr natürlich erleben, wie das eure eigene wilde innere Göttin anregt, ne, so eine Begegnung. Also, das spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die Geburtstag haben zwischen dem 4. und 11. Juni. Die haben also diese Lilith-Opposition. Dann, daneben steht ja noch der Saturn, auch in Opposition zu euch, ist auch schon lange jetzt ein Thema und macht viele Zwillinge Geborene seriös. Viele von euch haben jetzt auch dann endlich mal geheiratet oder haben das auch noch vor, vor allen Dingen jetzt immer noch so schön, solange Jupiter in der Waage steht, auch ideal für euch. Es ist ein Seriositätsaspekt für seriöse Partnerschaften, kann aber auch anzeigen, dass es Stress mit dem Partner gibt. Vor allen Dingen, wenn die Beziehung vielleicht nicht so gut läuft oder schon länger läuft, dass der Partner irgendwie nicht erreichbar ist, für euch nicht da ist. Ne? Das ist auch ein bisschen eine stressige Konstellation, je nachdem. Aber Saturn steht eben auch für das Seriöse und dafür, dass man eben durch manche Krisen auch einfach durch muss und dann hinterher eben auch merkt, was man aneinander hat. Und diesen Saturn-Aspekt spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 10. und 16. Juni Geburtstag haben. Und dann zum Schluss haben wir noch Uranus, der steht in einem anregenden Aspekt hier zur Zwillinge-Sonne Ende Widder jetzt und bringt hier vor allen Dingen neue interessante Bekanntschaften, neue Freunde, vielleicht auch durch Interessen in einer Gruppe, wo ihr euch engagiert, dass ihr da die Chance habt, tolle neue Bekanntschaften zu schließen, ist ein sehr anregender Aspekt und den spüren besonders die Geborenen vom 17. bis 21. Juni. Also es ist einiges los am Himmel für euch, die meisten der langsamen Planeten stehen im günstigen Aspekt, kann man nicht anders sagen, zur Zwillinge-Sonne.
Und insofern denke ich, dass diese kosmischen Spannungen, von denen ich in der kosmischen Schwingung gesprochen habe, für euch nicht ganz so tragisch sein werden. Vor allen Dingen eben, weil ihr ja die Venus dann auch ins erste Haus kriegt. Ja, ein Blick nochmal auf den Neumond. Da müsstet ihr euch bitte nochmal informieren. Da bin ich ausführlich drauf eingegangen in den Videos vom Juni, weil der ist ja am 24. Juni, ist dann für euch im Krebs im zweiten Haus. Und da geht es um eure Werte und was euch zusteht in den nächsten 4 Wochen. Gut, und am 1. Juli steht dann also die Sonne im Krebs in eurem zweiten Haus. Mars steht im zweiten Haus dann in der zweiten Dekade und Merkur ebenfalls. Das ist ja euer Herrscherplanet. Also dieses Geldthema, Wertethema ist schon dann sehr, sehr stark betont für euch. Na, also kann eben auch in der Beziehung wirklich drum gehen, was seid ihr euch wert, was seid ihr dem Partner wert, was ist der bereit, euch zuzugestehen. Und das kann auch wirklich jetzt das Thema von einem Machtkampf werden, weil wir ja Anfang des Monats einen ziemlich heftigen Aspekt haben hier von Mars auf Pluto. Das Mars ist ja ein Kampfplanet und Pluto auch. Da kann es also wirklich zu einer Auseinandersetzung kommen in den ersten 5 Tagen, wo es dann vielleicht ein Gerangel darum gibt, ne, was euch zusteht, wie viel der Partner euch zugesteht, wie viel ihr in die Partnerschaft einbringt. Oder wenn ihr jemand Neues kennengelernt habt, dass es eben auch diese Diskussionen gibt, man geht zusammen essen, wer bezahlt und solche Sachen. Ne, das kann da alles mit reinspielen und eben für Zwillinge in der festen Partnerschaft. Auch dann, wenn es um Verträge geht, Vereinbarungen geht. Und da würde ich jetzt einfach mal empfehlen, in den ersten 5 Tagen des Julis diese Themen mal ruhen zu lassen. Fangt da keine Diskussion drum an, da kann eigentlich keiner so recht bei gewinnen, sondern vertagt das ein bisschen, am besten bis nach dem 20., wenn es geht, aber auf jeden Fall bis nach dem 5. oder 6. Ja? Weil nämlich dann am 5. die Venus, die geht dann in die Zwillinge. Und das ist natürlich erstmal eine sehr gute Nachricht, auch um eventuelle Finanzauseinandersetzung wieder beizulegen, weil ihr dann einfach den Geldplanet, die Venus auf eurer Seite habt und eben auch den super Charme und den super Liebreiz und dann könnt ihr eben auch euer Gegenüber einfach so um den Finger wickeln. Die Venus geht dann erstmal in die erste Dekade, die profitiert dann besonders davon und dann habt ihr auch vom 5. bis 7. Juli eine super schöne Flirtphase mit dem Top-Tag. Am 6. Juli ist ganz toll, weil da die Venus einen schönen Aspekt zu eurem Herrscherplaneten Merkur macht. Der geht an dem Tag ins Zeichen Löwe, einen sehr schönen Aspekt zur Zwillinge-Sonne, Venus und Merkur, Venus bei euch im Zeichen. Also das ist super für Liebesgeflüster, auch super, um Leute übers Internet oder über Flirt-Apps kennenzulernen. Ihr findet dann einfach die richtigen Worte und keiner kann euch widerstehen. Das ist also eine super Phase, 5. bis 7. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, weil nämlich da auch am 5. hier ein recht harter Aspekt ist zwischen Merkur, eurem Herrscher, ne, und dem Uranus hier. Also da ist man dann vielleicht auch geneigt, spontan wieder mal mehr zu versprechen, als man halten kann. Und dafür hatte ich euch ja sowieso schon gewarnt, wegen dieser Neptun-Geschichte. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Genau. Übrigens ist das auch der 6., der Top-Tag, übrigens auch ein super Tag für tollen Sex. Also falls ihr da schon jemand habt an eurer Seite. Es ist zwar ein Donnerstag, aber da solltet ihr euch Zeit für die Liebe nehmen. Dann kommt die kritische Phase vom 8. an bis zum 11. mit der Zuspitzung zum Vollmond. Da kann es auch wieder um dieses Geldthema für euch gehen, weil das für euch eben auf der Werteachse stattfindet, ne? Vom Sonnenhaus her auf jeden Fall. Da ist dann Mars zwar so ein bisschen raus aus der Konstellation, aber da haben wir Pluto, Sonne und der Mond ist mit dabei. Also der Vollmond wirft dann vielleicht auch ein Schlaglicht drauf. Vielleicht hilft euch das sogar zu einer Erkenntnis. Aber auch da würde ich sagen, rund um den Vollmond, so vom 9. bis zum 11., wirklich auch heikle Themen möglichst erstmal vertagen. Denn das ist alles nicht so wichtig, dass man sich dann in solchen schwierigen Tagen darüber streiten sollte, sondern das sollte man dann einfach schauen, dass es da einen besseren Zeitpunkt gibt, wo man ruhiger drüber reden kann, weil, das habe ich ja in der kosmischen Schwingung erklärt, solange diese Planeten hier so stehen, Sonne, Mars im Krebs und dann eben auch noch gegenüber von Pluto und Mond im Saturn, im Steinbock meine ich, das ist ja das Saturnzeichen,
da ist man eben wirklich sehr emotional oder da stehen sich so zwei Kräfte gegenüber. Das eine ist so die beleidigte emotionale Reaktion, das andere ist eben so der harte, verständnislose. Und ihr als Zwillinge könnt euch da, glaube ich, ganz gut raushalten. Also das solltet ihr einfach abwarten. Genau. Außerdem ist dann hier ja auch noch die Lilith zu bedenken für euch im siebten Haus. Ne? Also es kann euch auch passieren, dass ihr dann ausweichen wollt, wenn es Stress gibt und euch vielleicht in eine Affäre stürzt, was aber natürlich wiederum auch dann den festen Partner nicht so freut. Also seid da einfach ein bisschen vorsichtig mit solchen heiklen Sachen, weil die gerade in der Zeit wirklich nach hinten losgehen können. Genau. Und falls, genau, ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, wartet lieber noch ab, bevor ihr die Bombe platzen lasst. Also falls ihr wirklich was am Laufen habt, wäre das auch überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt, um das Geheimnis jetzt aufzudecken. Das ist auch nicht gut. Also erstmal alles so laufen lassen, wie es ist, Ball flach halten und keinen Staub aufwirbeln in dieser Zeit. So, trotzdem habt ihr aber auch mittendrin dann noch einen Top-Tag, weil nämlich dann der Mond für euch sehr schön steht. Der steht dann im Wassermann und verbindet dann eben hier den Jupiter und die Venus nacheinander mit schönen Harmonieaspekten und leitet dann eine gute Energie auch wieder ins Zwillingezeichen. Also das ist vor allen Dingen eben für alle die gut, die nicht eine Beziehungsverantwortung haben, sondern die flirten und jetzt da nicht so aufpassen müssen, nicht so eingebunden sind. Aber auch hier gilt wieder, nicht mehr versprechen, als ihr halten könnt und nicht irgendwelche Geheimnisse haben im Hinterkopf, die vielleicht dann eben jemand anders Schwierigkeiten machen könnten. So, dann ist der Samstag, der 15., auch ein Top-Tag für euch, weil da einfach euer Herrscherplanet super zum Jupiter steht. Das ist halt sehr, sehr schön. Geht sowohl in den Bereich der Sexualität und Lebensfreude, als auch überhaupt des sich Ausdrückens und sich Darstellens. Also was ihr da auch vorhabt, da werdet ihr gut ankommen und könnt da viel für euch reißen beim Flirten oder vielleicht eben auch, wenn ihr mit eurem festen Partner Spaß haben wollt. Genau. Der 14. bis 19. ist ja dann sowieso diese tolle Flirtphase, wo viele Planeten für euch echt günstig stehen. Und da haben wir dann eben auch den Merkur dann, der geht sehr schnell in diesem Monat, der erreicht dann hier einen positiven Aspekt zu Saturn, gleichzeitig auch Mond, das wäre der 16., ist auch ein guter Tag für euch. Und das bedeutet eben auch, dass man auch seriös reden kann. Ja, das ist halt wichtig mit Merkur. Ne? Das ist für euch auch überhaupt wichtig, dass ihr seriös reden könnt und dann eben auch Pläne machen, denen dann auch, oder ja, denen dann auch Taten folgen. Worte sagt, denen auch Taten folgen. Genau, das wollte ich sagen. Am 19. habt ihr auch nochmal einen Top-Tag, da habt ihr eine ganz, ganz unwiderstehliche Ausstrahlung hier mit Venus Lilith und das kann eben auch in einer heißen Affäre enden. also es kann unglaublich prickelnd sein, wenn ihr eben Rücksicht nehmt auf die Gefühle anderer. Das ist halt immer wichtig. So, dann haben wir ja vom 15. auch gleichzeitig diese kritische Phase wieder, wo dann eben hier der Uranus einen harten Aspekt zu Mars bildet. Das findet jetzt für euch statt im Haus der Freundschaft. Es kann also auch sein, dass ihr vielleicht auch angegangen werdet von einem Freund, der euch wichtig ist und hat auch was vielleicht mit euren Finanzen wieder zu tun. Also da, auch da gilt, man sollte da nicht überstürzt irgendeine Beziehung beenden, sondern lieber noch ein bisschen abwarten. Das kann sich auch wieder wenden, das Blatt. Nämlich schon ab dem 20., denn dann geht ja erst der Mars und am 22. dann die Sonne in den Löwen und damit wieder einen guten Aspekt zur Zwillinge-Sonne und dann kommt ja eben einfach wieder mehr Leichtigkeit und Humor auf, das habe ich in der kosmischen Schwingung genau beschrieben und dann seid ihr dann wieder ganz vorne mit dabei und dann kommt auch Partystimmung auf und für euch auch Neumond im dritten Haus dann am 23. bedeutet das wirklich guter Kontakt in der unmittelbaren Umgebung, Impulse in der unmittelbaren Umgebung oder wenn ihr in Urlaub fahrt, vielleicht einen Städtetrip gar nicht so weit weg, alles was so in der Nähe ist und vielleicht auch mit Sprachen zu tun hat, kann euch dann Spaß bringen, neue Beziehungen auch bringen und da steht ja auch der Mondknoten und der Merkur verbindet sich dann für euch mit dem Mondknoten, ist sehr wichtig für die Zwillinge. Das ist in der Zeit vom 21., ja, kann man eigentlich sagen, so vom 20., 21., 22. so rum, ist auch nochmal eine ganz große Chance, jemanden kennenzulernen,
wie gesagt, vielleicht auch übers Internet, über Apps, das ist auch das dritte Haus. Und auch hier mit Uranus, also das ist eine super Phase für euch. Das werdet ihr bestimmt merken, dass um den 22., also 20. bis 23. für euch Leichtigkeit aufkommt. Und hier ist dann auch wieder ganz wichtig für euch, weil das ist jetzt für euch auch auf der Partnerschaftsachse. Da geht ja dann die Venus gleichzeitig eben in diesen Aspekt zu Lilith und Saturn. Und das ist jetzt echt für die Zwillinge auch sehr wichtig, dass man da dann bestehende Beziehungen respektiert und nicht sich nur auf neue Bekanntschaften konzentriert, weil die sind natürlich immer erstmal einfacher zu handhaben, ne? Neue Leute kennen eben auch die Schwächen nicht. Und diejenigen, mit denen man schon länger zusammen ist, die kommen einem dann vielleicht langweilig vor. Da müsst ihr halt darauf achten, dass ihr in diese Falle dann nicht reintappst. Ne? Genau. Und dann haben wir am 26. Juli, ist für euch auch noch wichtig, den Wechsel von Merkur, eurem Herrscherplaneten, ins Zeichen Jungfrau. Damit für euch ins Haus der Familie. Und dann kommt ihr vielleicht auch wieder nach Hause aus dem Urlaub. Das könnte zum Beispiel gut sein mit der Konstellation. Und dann habe ich noch einen Top-Tag für euch gefunden am 29. zum Feiern, zum Ausgehen und auch zum neue Leute einladen, neue und alte Leute treffen. Da haben wir nämlich einmal die Venus hier in eurem Zeichen im schönen Aspekt zu Uranus, der neue Leute bringt. Und hier wieder Jupiter. Das ist auch gut, ne? Jupiter und Mond gleichzeitig gut zu Saturn, der die bestehenden Leute bringt. Und auch dabei immer die Lilith, die eben auch sagt, wenn man jetzt so eine Beziehung nicht respektiert, dann kann auch jemand ganz kompromisslos reagieren. Da müsst ihr eben drauf achten. Genau, ja. Und dann fängt sich ja an, das Schuldenthema wieder abzuzeichnen. Auch gerade bei euch, Jupiter in 5, ne, so hier Spaß haben, 5. Haus Spaß haben, Lebensfreude, und hier 8. Haus so, ja, aber die Verantwortung und die gemeinsame Kohle mit dem Partner. Und deswegen eben auch mein Tipp für euch im Juli, gebt für den Spaß nicht so viel Geld aus, dass ihr nachher Schulden habt, weil das könnte dann im August zu Schwierigkeiten führen. Das wäre noch so mein Tipp. Genau, und am 31. geht dann die Venus in den Krebs und damit für euch ins zweite Haus, ins Geldhaus. Das ist ja auch eine ganz gute Nachricht dann wieder. Und das waren also die Konstellationen im Juli. Wenn ihr eine Beratung braucht, dann braucht ihr euch natürlich nur bei mir zu melden oder auf meine Webseite gehen. Da könnt ihr euch was Schönes aussuchen. Oder ihr macht einfach mal mit in meinem Webinar Antonias Sterne. Da habe ich jetzt die nächsten Termine am 23. Juni und am 28. Juli. Und da beantworte ich für jeden Teilnehmer eine Frage zum persönlichen Horoskop. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, es gibt wieder 15 Minuten Kurzberatung zu gewinnen, dann abonniert einfach meinen Kanal und hinterlasst mir hier einen interessanten, netten Post hier auf YouTube. Dann seid ihr dabei. Und schaut doch nochmal, falls noch nicht geschehen, in mein Video Folgt eurem Herzen über den Mondknoten. Ganz wichtig auch für euch. Also ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.